sollen hier nicht herkommen. Wir sollen nicht herkommen. Seit wir es verstanden haben. Peligrosa, sonst sind wir tot wie Hunde. Blöd ist, dass wir genau das vorhaben. Auf dem Altiplano, einer Hochebene in Bolivien, liegt auf 3600 Metern Höhe der Salar de Uyuni, der größte Salzsee der Erde. Wir möchten ihn überqueren und bringen dabei nicht nur uns selbst in höchste Lebensgefahr. Das ist Gregor. Gregor ist Maschinenbauingenieur, ich kenne ihn aus meinem ersten Studium und ist etwa 30 Jahre alt, als ich mit ihm auf einer offenen Ladefläche in Richtung Gebirge fahre. Und das bin ich, Joe, damals ebenfalls etwa 30 Jahre alt und Biologe, Autor, Abenteurer und ich mache gerade auf 5000 Metern Höhe Tee aus Kokablättern. Auf dem Herflug sind uns mindestens ein Zelt und einiges an Ausrüstung verloren gegangen. Wir versuchen sie wiederzubekommen. Wir sind fast jeden Tag am Flughafen und lassen danach suchen. In der Zwischenzeit versuchen wir die wichtigsten Gegenstände zu reparieren, zu ersetzen und Proviant einzukaufen. Wir sind im Frühjahr unterwegs, am Ende der Regenzeit. Hier kann es jeden Tag einige Stunden extrem regnen. Wir wissen, dass der Regen das Vorankommen auf der planen Salzfläche extrem schwierig machen kann. Wir möchten den Salzsee allerdings mit einer leichten Wasserfläche überqueren. Das ermöglicht uns im Notfall Flüssigkeit zu besorgen und zweitens ist es die einzige Möglichkeit, über den größten Spiegel der Erde zu laufen. Während wir warten, dass der Regen aufhört, ersetzen wir so viel wie möglich unsere Ausrüstung. Besonders gefährlich ist, dass ein Teil unseres Zeltgestängers irgendwo am Flughafen zwischen Santa Cruz und La Paz verloren gegangen ist. Wir werden auf dem Salar de Uyuni komplett exponiert sein. Ohne ausreichend stabiles Zelt sind wir verloren. Geplant war außerdem, dass das verloren gegangene Aluminiumgestänge bei einem Blitzeinschlag unser Leben retten kann. Wir sind gerade in La Paz. Wir sind vor 2 Tagen angekommen und kurieren hier ein bisschen die Höhenkrankheit aus. Wir sitzen hier bei Coca-Tee und bauen unsere Sulky zusammen. Der Sulky ist ein kleiner und leichter Handwagen, eine Eigenproduktion, mit dem ich schon viele Wüsten durchquert habe. Mit ihm ist man in der Lage, den Wasserbedarf von mehr als einer Woche mit sich zu führen. Die absolute Voraussetzung, bevor wir uns zu Fuß in diese tödliche Wüste wagen können. Der bolivianische Salzsee Salar de Uyuni hat wenig mit einem See gemein. Er besteht aus 10.000 Quadratkilometern Salz, darüber eine dünne Schicht ätzender Sohle. Wir haben unseren Wasserbedarf angepasst auf Akklimatisierung, Höhe und Leistung genau berechnet. Sollte uns das Wasser ausgehen, haben wir nur eine Chance. Mit Hilfe eines Expeditionskochers können wir destillieren. Im Notfall füllen wir die konzentrierte Salzlösung in den Topf, dichten den Deckel ab und erhitzen alles. Die Konstruktion muss eine aktive Kühlung haben, damit wir auf dieser Höhe überhaupt etwas Süßwasser gewinnen können. Durch die große Höhe kocht nach wenigen Momenten das Wasser und wir können auf der anderen Seite das trinkbare Destillat auffangen. Allerdings beginnt ebenso schnell das Kühlwasser zu kochen. Obwohl diese Konstruktion kompliziert und der Vorgang energieaufwendig ist, ist es die einzige Möglichkeit, im Notfall an Süßwasser zu kommen. Umkehrosmose, ein Vorgang, bei dem unter Druck Süßwasser hergestellt wird, ist bei dieser Salzkonzentration nicht möglich. Während Wasser auf dem Salar de Uyuni steht, kann die Oberfläche von Fahrzeugen nur am Rand befahren werden. Verlassen wir den Umkreis von 10 Kilometern vom Rand, auch Pampa genannt, wird uns niemand mehr helfen können. Das bekannte Salzhotel Las Banderas, etwa 20 Kilometer auf dem See, wird unsere letzte Anlaufstelle und Rettungsmöglichkeit sein. Wir werden vollständig ohne elektrische Geräte auskommen müssen. Navigieren werden wir ganz klassisch mit Karte und Kompass. Ebenfalls haben wir keinerlei Kommunikationsmittel dabei. Das Telefonnetz ist hier nicht ausreichend ausgebaut und wir verzichten auf jede Art von Satellitenkommunikation. Das Risiko ist dadurch natürlich höher. Entsprechend gut sind wir vorbereitet und trainiert. Karten haben wir unmittelbar in La Paz vom Militär bekommen. Sie sind hoch aufgelöst, aber nicht wasserfest. Wir sichern sie gegen die Feuchtigkeit der Regenzeit mit transparentem Haarlack.
Neben unserer Hauptkamera haben wir eine kleine Kamera dabei, mit der wir Luftaufnahmen machen können. Aufgrund der dünnen Luft auf über 3500 Metern Höhe besteht nicht die Möglichkeit, einen Quadrocopter oder eine Drohne zu verwenden. Wir versuchen es mit einem Expeditionsdrachen. Allerdings verhindert der böige, absolut unkalkulierbare Wind, dass wir den Drachen richtig fliegen lassen können. Die gemachten Aufnahmen stellen sich später als komplett unbrauchbar heraus. Zudem landet der Drachen und damit unsere kleine Kamera beim ersten Versuch auf dem Salar in der Salzlauge. Jedes elektrische Gerät, das auch nur einen sehr kurzen Kontakt zu dieser Salzlauge hat, ist funktionslos. Wir selbst müssen uns gegen diese Lauge schützen. Die Feuchtigkeit in den Schuhen, auf den Händen oder in den Augen führt sofort zu Entzündungen und Geschwüren. Außerdem müssen wir uns gegen die extrem aggressive Höhensonne schützen. Egal wie heiß es unter der Äquatorsonne wird, wir müssen fast ständig Sturmmaske und lange Kleidung tragen. Die große Höhe macht nicht nur uns zu schaffen. Auch Fahrzeugmotoren verbrennen nicht richtig. Wir nehmen einen der alten, rusenden Busse, um aus La Paz herauszufahren. Unser Ziel sind die Berge im Norden. Wir nutzen die Zwangspause, um uns an die dünne Luft und die Sonnenstrahlung in den Anden zu gewöhnen. Zum Gewöhnen an die Höhe nutzen wir das Climb High and Sleep Low. Wir besteigen am Nachmittag den Berg Cerro Saturno und verbringen einige Stunden auf fast 5000 Metern Höhe. Übernachten werden wir wieder in La Paz auf schon fast angenehmen 4000 Metern Höhe. Auf diese Weise kann sich der Körper schneller an die Höhenkrankheit gewöhnen. Wir beide kommen aus dem Rheintal. Im Vergleich dazu befinden wir uns jetzt fast 5 Kilometer höher. Die Höhenkrankheit macht sich seit Tagen durch starke Kopfschmerzen, Schwindel, Atemlosigkeit und leichte Verwirrung bemerkbar. Vor allem die Möglichkeit, Gefahren zu erkennen, darf auf unserer Tour nicht eingeschränkt sein. Wir haben uns überlegt, dass es eine gute Idee ist, dass wir uns zum Akklimatisieren noch ein bisschen in die Höhe bewegen. Wir sind hier etwas unterhalb, also etwa 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels des Cerro Saturno. Cerro Saturno, genau, auf etwas unter 5000 Metern. Wir wollen hier nicht weitergehen, weil der Schnee zu tief ist und wir vielleicht in einer Stunde oder sowas schon mal wieder auf dem Rückweg sein sollten. Aber die 2-3 Stunden hier auf über 4500 Metern Höhe dürften ganz gut sein für die Konditionen, die wir auf dem Salar mit hoher Wahrscheinlichkeit brauchen. Die Sonne hier oben, die gibt schon mal einen Vorgeschmack auf das, was wir in der Nähe von Uyuni zu erwarten haben. Sobald die Sonne rauskommt, riechen die Kleider wie geröstet. Wir sind hier nicht nur auf 4000 Metern Höhe oder 4500 Metern Höhe, sondern auch noch direkt unterm Äquator oder fast unterm Äquator. Und die Sonne ist hier schon ziemlich intensiv, also ohne Brille könnte ich vielleicht 10 Meter laufen und würde dann irgendwo im Schnee liegen bleiben. Jetzt machen wir erstmal unseren Kokatee, die Medizin der Einheimischen gegen Höhenkrankheit. Und danach machen wir uns auf den, an den Abstieg. Durch die dünne Atemluft steigt der Blutdruck in Hirn und Lunge. Es droht erhöhter Wasserverbrauch, Einschränkungen in der Kondition, Hirn- und Lungenschäden und im schlimmsten Fall der Tod. Abhilfe schaffen neben Medikamenten und natürlichen Kräutern wie Koka nur die Gewöhnung an die Höhe. Während jeder unserer kleinen Schritte eine Qual ist, haben sich die Bewohner der Anden gut an die Höhe angepasst. Die mit Melone und vielen Röcken bekleideten Cholitas bewegen sich am steilen Hang wie junge Bergziegen. Unser Warten hat ein Ende. Eines Morgens kommt die Überraschung. Die Polizei bringt die entwendeten Ausrüstungsgegenstände in unser Hotel. Die beschwerliche Reise nach Uyuni, dem Startpunkt unserer Expedition, kann endlich weitergehen.